Sechs Ballonfahrer sind am Samstagabend in Nordrhein-Westfalen verunglückt, als ihr Ballon abgestürzt ist. Drei von ihnen kamen mit leichten Blessuren davon, die anderen wurden schwer verletzt. Einer der Insassen des Korps wurde von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei. Der Heißluftballon war bei Starkregen aus etwa 10 Meter Höhe auf ein Feld in der Nähe von Warendorf niedergegangen. Zeugen berichten, dass zuvor eine Windböe den Ballon zusammengedrückt habe. Die genauen Umstände sind aber noch unklar und werden nun von der Bundesstelle für Flugunfallforschung untersucht. Quelle: NTV.de